Ralf Stegner ist bei mir, stellvertretender Parteivorsitzender. Der Kollege in Bonn sagt gerade, wir wechseln zu einer deprimierten SPD. Wie deprimiert sind Sie heute Abend? Eine einstellige SPD ist natürlich furchtbar und damit kann man nicht zufrieden sein. Was wir aber natürlich auch gesehen haben, ist, wir haben da eine gute Regierung gehabt, Rot-Rot-Grün, wo auch die SPD gute Arbeit geleistet hat. Das haben ja Umfragen auch ergeben. Aber wir haben am Schluss etwas gesehen, was wir schon in Brandenburg und Sachsen gesehen haben. Am Schluss gibt es eine Schlusspolarisierung zwischen dem Ministerpräsidenten und seiner Partei und der AfD. Die AfD hat schreckliche Zahlen, über 20%, das mit dem Nazi an der Spitze dort. Und auf der anderen Seite geht das dann zugunsten der drei Viertel, die das nicht wollen. Und die sind hier sehr stark zu Bodo Ramelow und zur Linkspartei gegangen, so wie in Brandenburg zur SPD oder in Sachsen zur CDU. Aber Rot-Rot-Grün hatte ganz gute Zustimmungswerte. Auch die Arbeit der SPD in dieser Koalition hatte gute Zustimmungswerte. Wie kann das irgendwie auch, selbst in so einer Polarisierung, wie Sie beschreiben, in den letzten 14 Tagen dann plötzlich so viel an Gewicht verlieren? Weil eben diese Polarisierung dazu führt, dass viele Menschen sagen, wir wollen nicht, dass Nazis Einfluss gewinnen. Und wir stellen das am ehesten sicher. Das zeigen ja auch die Wählerwanderungen, wenn wir dann den Ministerpräsidenten und seine Partei unterstützen. Das hat uns, wie gesagt, in Brandenburg geholfen. Hier hat es der Linkspartei geholfen. Wobei ich die Behauptung, das sei irgendwie politischer Rand, auch ein bisschen zurückweisen möchte. Wenn Bodo Ramelow politischer Rand ist, dann ist das Herr Kretschmann in Baden-Württemberg auch. Also das, finde ich, ist keine taugliche Einordnung mehr. Ich glaube, die haben gute Arbeit geleistet. Der Abend ist auch noch lang. Man weiß nicht genau, was dabei herauskommt. Wir hatten natürlich gekämpft, dass die Regierung fortgesetzt werden kann. Ob das mehrheitsmäßig möglich ist, das weiß man im Augenblick. Sieht es nicht danach aus, aber man wird das im Laufe des Tages nochmal angucken müssen. Was heißt denn das für die weitere Arbeit der SPD in Thüringen? Kann man es gleich drangeben oder gibt es da noch irgendeine Chance, dass sich die Zeiten wieder ändern oder bessern? Natürlich hat die Bundespartei eine Verantwortung auch, dass wir wieder dafür sorgen, dass wir aus den schlechten Umfragewerten rauskommen. Nur wenn die Bundespartei stark ist, ist es auch wieder leichter, in den Landtagswahlkämpfen Erfolg zu haben. Das hängt, eine hängt ja mit dem anderen zusammen. Wir sind bei der Neuaufstellung nicht nur personell, sondern auch organisatorisch und programmatisch. Da müssen wir was tun. Die Menschen müssen merken, auf diese SPD ist Verlass überall und die wird auch gebraucht. Zwei Drittel haben in einer ZDF-Umfrage gesagt, dass genau das, was Sie eben beschreiben, nämlich das schlechte Bild der SPD im Bund, auch durchgeschlagen ist auf das der SPD in Thüringen. Und da denken Sie jetzt nach diesem sehr, sehr langen Findungsprozess, der immer noch nicht abgeschlossen ist, der noch mal bis Ende November dauern wird und dann kommt der Parteitag noch dazu, dass das, was mittelfristig noch was ändern kann, auch in Thüringen beispielsweise, in den Ländern, wo die SPD schlecht dasteht, schon seit Jahren? Natürlich, würde uns auch das nicht schlecht reden, dass wir unsere Mitglieder beteiligen, ist notwendig bei dem Prozess, den wir haben. Das machen wir auch. Aber zum Beispiel zu sagen, wenn wir hier Klimaschutz machen, dann sorgt die SPD dafür, dass es sozialverträglich ist. Wir sind die, die in Europa auf Abrüstung drängen, dass es nicht neue Aufrüstung gibt. Wir sind diejenigen, die bei guter Arbeit dafür sorgen, dass die Rente auch reicht. Das sind Punkte, die muss man klarer deutlich machen. Dann wissen die Menschen auch, dass auf die SPD wieder Verlass ist. Aber ich würde gar nicht den Prozess insgesamt in Frage stellen, sondern die Dauer dieses Prozesses, weil die Themen, diese inhaltlichen Themen, die Sie eben angesprochen haben, ja dann trotzdem auf der Strecke geblieben sind, offenbar. Ja, man kann das aber nicht anders regeln, wenn man keine diktatorische Partei ist. Und Andrea Nahles ist vor der Sommerpause zurückgetreten. Das war für uns alle nicht schön. Hatte die Konsequenz, dass die Sommerpause auch noch dazu gekommen ist. Aber in so einer existenzbedrohenden Lage für die SPD muss man die Mitglieder mitnehmen. Es war großartig auf den Regionalveranstaltungen, wie die mitgezogen haben. Und wir werden im Dezember einen Parteitag haben, der hoffentlich die Erneuerung bringt, die erforderlich ist, damit wir wieder Erfolg haben. Herr Stegner, vielen Dank.